So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Mr. Swisszocker. Oder ganz einfach Manuel. Ja. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, oder ihr seht es jetzt spätestens. Wir spielen The Crew, die Closed Beta. Ich habe mir das vorbestellt und habe deshalb die Beta. Ich konnte noch nicht zur ersten Beta zocken. Was ist das für Scheißmucke? Aber ich habe jetzt mir das Ganze für die zweite Beta vorbestellt. Uns jetzt spielen. Wir haben jetzt Mittwoch, weil ich war Montag, Dienstag an einer Weiterbildung. Oh, Polizei. Ja. Genau. Boah, von der Mucke kriegst du ja Kopfschmerzen, Alter. Ich hab mir den Dodge SRT Challenge, also Challenger SRT gegönnt. Einfach aus dem Grund, weil es geiles Auto. Ganz einfach. Und wir werden heute ein bisschen rumcruisen, ein bisschen rumfahren, weil kann ich auch reden. Und fragt mich, wieso ich so einen dämlichen Namen habe. Irgendwie Uplay will den Namen nicht ändern. Keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt mal geändert, mal schauen, ob es morgen anders ist. Car Dealer New York. Jetzt, gute Frage wäre, wohin wollen wir? Nein, nix da. Set Waypoint, nada. Ja, was ist das? Was ist das? Speed Skill 20. Ich würde sagen, wir klappern erstmal den... Fahren erstmal nach New York. Set Waypoint. Weil ich will gerne mal alle Car-Dealers besuchen. Und ja, deshalb fahren wir jetzt einmal dahin. Ich fahre natürlich wieder mit meinem Logitech G27. Wir können es auch anders sein. Alter, die Mucke bringt mich ein bisschen zu, außer Fassung, ne? Mal schauen, vielleicht bleibt es das einzige Video oder die einzige Aufnahmeserie, die ich mache für die Crew. Weil ist ja schon Mittwoch. Und Freitag ist ja die Closed Beta schon wieder zu Ende. Und ja, ich fahre ein bisschen defensiv. Ich weiß. Das mache ich absichtlich, weil ich gerade ein bisschen Bock habe zu cruisen. Und die Musik ist mir ein bisschen zu laut. Muss mal kurz heranfahren. Mache ich mal kurz die Mucke ein bisschen leiser. Ja, ich weiß, ich habe gerade grün, aber ist mir ziemlich... Ja, wobei, ich kann ja auch fahren, ne? Wenn ich einen Gang drin hätte. Nein, das war Fail. So, wie rufe ich jetzt denn hier mit dem Lenkrad? Also, das mache ich einmal so. Options... Music Volume. Die Musik, die macht mir Kopfschmerzen. Ja, bitte. So, jetzt bin ich auf dem Highway, jetzt kann ich ein bisschen rasen. Vor allem, wenn ich die Mucke so ein bisschen leiser habe, dann kriege ich garantiert kein Problem mit der Gamer. Police. Also, okay. Ihr seht links meinen bekloppten Namen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt in Uplay irgendwas geändert. Auf der Homepage, also auf Uplay im Internetbrowser steht jetzt Mr. Swisszocker. Im Client steht immer noch Guest sowieso und hier in-game auch. Also ich hoffe, dass es angepasst ist. Was? Was laberst du? Egal. Wir haben 30 Kilometer vor uns und ich finde, ja, kommen wir zum Game. The Crew, ich habe jetzt den Anfang gespielt. Ich habe es nicht aufgenommen, weil... Keine Ahnung, ich wollte es mal alleine austesten, das Spiel mal ein bisschen testen. Ich finde, das Game macht einen richtig geilen Eindruck. Alter. Die Grafik ist gut. Für ein Game, was so eine riesen Map hat, ist es wirklich gut, finde ich. Und... Ja, also das Allround-Paket finde ich stimmt. Und es ist so das Spiel, auf das ich schon Ewigkeiten gewartet habe. Da vorne ist Police. Auf dieses Spiel habe ich schon Ewigkeiten gewartet. Danke Uplay. Uplay. Nein. Danke Ubisoft. Danke Ubisoft, dass ihr das Spiel endlich rausbringt. Weil, welcher Auto-Freak will das nicht können? In einer virtuellen Welt
mit seinen Traumautos durch die Gegend fahren. Und zwar nicht nur so eine kleine Scheißstrecke, nein, den ganzen verdammten USA. Alter, ist doch das höchste der Gefühle, finde ich. Wir fahren hier mal ab. Also ich finde es wirklich geiles Game. Wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt, dann tut's auf jeden Fall. Die Beta läuft, glaube ich, noch bis Freitag, ist, glaube ich, so viel ich weiß. Die letzte Open Beta. Die letzte Beta generell für den PC. Für PS4 und für PS und Xbox werden sie wahrscheinlich mal noch eine Beta raushauen. Einfach mal um zu checken, wie es dort drauf läuft. So will ich mich nicht hier von der Autobahn. Ah ne, Fluss, das schon. Jetzt kommt irgendwer wieder nach Hause und ich hoffe, der kommt nicht in mein Zimmer. Und ihr seht schon, ich fahre recht defensiv, also nicht immer so rasen. Wow! Gegensatz das zu dem Kollegen. Weil ich finde einfach. The Crew. Hier, wenn du so große Strecken hast, Alter, lass die Zeit. Du weißt, ich fahre jetzt 30 Kilometer, es wird eine Weile dauern. Und ich werde nachher, die Polizei interessiert jetzt anscheinend einen Scheißdreck, wie schnell ich fahre, okay. Und ich weiß es auch, ich meine, wenn ich 30 Kilometer fahre, dann fahre ich 30 Kilometer, dann weiß ich, okay, nächste Viertelstunde werde ich beschäftigt sein. Also ich fahre halt Nonstop Highway, dann geht's, aber keine Ahnung, also ich werde auf jeden Fall, na, nix Jump, noch ein bisschen Sightseeing betreiben, on oder offscreen, muss ich noch schauen, nein, ich mache keine Jumps, nicht mit dem Auto, vergiss es. Continue. Nix. Vergiss es. Psch, weg da. Und auch mit dem Lenkrad. Ich fasse mit dem G27. Es lässt sich affengeil fahren. Du hast wirklich Feedback wie in einem Auto. Du spürst jede fucking Bodenwelle, wird dir zurückgegeben. Ins Lenkrad. Ach. Das können wir mal machen, außer ich verhaut im Wagen gerade. Weil während dem Fahren kriegt ihr zum Teil so Challenges, die ihr machen müsst, halt so zwischen Toren rumfahren, so Slalom fahren, irgendwo reinspringen, so Sachen. Das finde ich wirklich noch witzig. Und mein Hemi ist schneller als der komische Camaro. Finde ich witzig. Weil ich wollte mir erst auch einen Camaro holen, aber der Hemi war dann doch ein bisschen schneller. Und ließ sich besser handeln, finde ich. Wett? Wett? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Muss ich hier ab? Ja, Alter, ich sehe nichts. Ich sehe das Navi nicht. Muss hier ab, okay. Das lässt sich wirklich geil fahren, vor allem ich kann es mit mit Kupplung und allem fahren. Das ist einfach zu geil und es ist ja irgendwie mal ein Spiel mit einer verdammten Cockpit-Perspektive. Ja, Alter, fahr! Fuß eingeschlafen oder was? Ja, jetzt gibt er Gas, jetzt gibt er Gas. Wenn er den Hemi brüllen hört, gibt er Gas, weil er Angst hat. Ja, also ich finde es wirklich geil, weil ich kupple jetzt mal nicht. Das ist spielen Scheiß. Wir sind echt, echtes Auto auch tun würde. Wenn ihr nicht kuppelt, dann habt ihr... Tja. Dann habt ihr nicht gekuppelt. Und weil viele Spiele, die ich jetzt bis jetzt gespielt habe, mit Lenkrad und allem, haben zwar hatten zwar eine Einstellung, dass ich so machen kann, mit automatischer Kupplung oder nicht. Es war denen aber wurscht, ob ich jetzt gekuppelt habe oder nicht. Die haben geschaltet. Mit der Haarschaltung. Also ich schalte auch hier mit Haarschaltung. Und das war... Hier ist halt wirklich auch simulationsmäßig. Gut, das Handling ist jetzt nicht wirklich simulationsmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eher so ein bisschen arcade-mäßig, finde ich. Das... Meine Motorhaube! Alter! Kann jetzt mal auch die verschiedenen Ansichten zeigen.
Autsch. Wo habe ich denn den Wagen so zerdeppert? Ja, gehen wir schnell wieder rein. Und ich finde einfach auch das amerikanische Straßenfeeling. Es kommt so haargenau rüber. Es sind einfach weite Strecken. Ich meine, wir fahren jetzt, sind es über 20 Kilometer gefahren und es sieht alles gleich aus. Alles gerade Strecken, gerade lange Strecken. Ja. Also ich finde das Game einfach nur awesome. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn es rauskommt. Da habe ich mich von Anfang an gefreut. Ist ja vorne jetzt ein geiler Lag. Der Michel von P1 TV hat es ja auch. Ich hab's auch anscheinend. Weiß auch nicht. Also hier diesen komischen Lag hat er auch. Mal schauen. Ist ja noch eine Beta. Hier muss man Fehler verzeihen. Alter, die fahren hier echt wie die größten Affen, ne? Aber der Motorsound, gebt euch diesen Hemi-Sound. Wenn ich schalten könnte. Und hier muss ich ab. Ja, kuppeln, wenn man davon spricht. So. Wir sind eigentlich schon in New York. Wir müssen jetzt nur noch zur Location fahren, wo dieser Car-Dealer ist. Police Watch, ja, wovon? Ah, von da aus. War ein bisschen anständiger. Dem am besten nicht hinten drauf. Ja, Kollegen. Ich nehme an, in der Stadt dürfte schneller als 50 fahren. Also was? Gib mir Scheiß drauf. Ich weiß nicht, ich wurde es vorhin mal von einem Abonnenten hier auf Steam angeschrieben, weil es selber kurz down war. Aber mich würde es mal interessieren, wie gefällt euch The Crew, wenn ihr es schon spielen konntet oder vielleicht habt ihr euch irgendeinen anderen Eindruck verschafft über Videos oder so. Mich würde es mal interessieren, wie es euch gefällt, was ihr davon haltet und ob ihr es euch holt. Gut, weil ich hol's mir so 1000%. Und es gibt garantiert ein Let's Play drüber. Mal schauen, vielleicht finde ich irgendwie noch einen Koop-Partner, der mit mir zusammenspielt, weil es sollte ja online zusammen mit Freunden spielbarer sein. Mal schauen, vielleicht kann ich es mal mit jemandem zusammenspielen. Ein Kumpel oder so, weil, ist auch nicht. Der Nico und der, wie heißt er nochmal? Der Martin? Sorry Martin, ich habe gerade Brain AFK. Die kamen sich, so viel ich weiß, nicht. Vielleicht der Marcel, der MMR-Liner, wenn er zuguckt. Ups. Schreibt mir in die Kommentare, ob du dieses Spiel kaufst. Sonst werde ich dich mal kontaktieren. Vielleicht kann man da irgendwie... weiß auch nicht. Ein Together-Projekt machen oder mal zusammen zocken, weil alleine ist halt... Keine Ahnung. Eine riesige Landschaft durchfahren, nicht so dufte, finde ich. Ja, und ich fahre mit konstant 170 durch die Innenstadt. Seems Legend. Aber ich finde es geil, Alter. Wenn du hier Bock hast, du kannst einfach mal nach Ringen fahren, weil, was ich auch garantiert machen werde. Irgendwann mal, wenn ich Bock dazu habe. Okay. Ist ja geil. Verdammtes Krankenauto. Bisschen langsames Krankenauto. Aber ein Krankenauto. Cool. Ist das der Dealer? Gehen wir mal rein. Schauen wir uns die Kisten hier mal an. Es gibt ein Movie. Nein, wir schauen uns das mal an. Was gibt's denn hier so für schnieke Karossen? Ich hoffe, man hört mich in der Aufnahme. Ich bete. Hohoho. Ich sehe ein Auto, was mir verdammt gut gefällt. Jetzt schon. Verdammte Scheiße, wieso bin ich nicht von Anfang an hierher gefahren? Alter. Hier versammeln sich gerade viele meiner Lieblingsautos.
Ford Focus RS, SVT Raptor, Dodge Challenger SRT8, ein Skyline R34, Camaro RS, Dodge Charger. Alter, ist der teuer! Aber, Leute, ich könnte mir den sogar leisten. Nee. Nee, 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 nee. Jetzt nicht. Aber, Alter, die Autoauswahl, boah. Geil. Geil, 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 geil. So, machen wir uns auf zum nächsten Laden. Nächsten Car-Dealer. Und ich werde das nicht irgendwie mit Schnellreisen machen, ich werde dahin fahren. Yep, ich bin ein bisschen dumm. Keine Ahnung. Bisschen durchgeknallt. Ne? Nein. Nein. Ich checke die Steuerung noch nicht ganz so. Wie zoome ich jetzt raus? Zoom in, zoom out. Wett? Nein. 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 Puh. Weißt du was? Ich mach's einmal mit der Maus. Geht am einfachsten. Wo haben wir den nächsten Car-Dealer? Da unten ist Car-Tuner. Car-Dealer will ich. Gib mir den Car-Dealer. Da, Vegas. Erst wieder in Vegas? Nein. Ich glaube, scheiße. Car-Dealer Las Vegas. Ach, hier unten gibt's auch einen Car-Dealer. Gibt's überall Car-Dealers. Außer da. Ja, ich bin... muss mich noch ein bisschen einfinden in das Ganze. Grand... What? Grand fucking Canyon? Alter, ich werde Spaß haben die nächsten paar Tage. Und wie ich Spaß haben will. Das hier soll wahrscheinlich hier so ein bisschen an Alaska anlehnen. Aber sind ja eigentlich die Städte hier unten, wo ich eigentlich auch war, ne? Hier so Las Vegas, Los Angeles und irgendwo hier Grand Canyon. Und ich habe in der Geografie nicht aufgefasst. Hier oben müsste es irgendwo... Da ist es doch! San Francisco! Wir können es mal hier so kurz anschauen, wie ich in meinen Ferien eigentlich war. Wir sind hier hingeflogen, San Francisco. Dann sind wir... Hier... Nein, doch. Nein? Doch. Irgendwie hier hochgefahren. Aber das haben sie nicht, ne? Das würde mich ehrlich gesagt wirklich erstaunen, wenn sie den... Ne, den Mammut Mountain haben sie nicht. Wenn ich jetzt gerade Scheiße laber, dann klärt mich auf. Auf jeden Fall sind wir dann ungefähr so hier das hier rumgefahren. Oder wir waren glaube ich sogar in Joe's mit. Na. Hier so drüber. Ja, wir sind eigentlich exakt diese Route hier gefahren. Hier so, dann hier nach Las Vegas. Dann von Las Vegas. Wo ist das Death Valley? Ey. Dumpfbacke, das ist hier. Nö.